Ihr werdet es in diesem Video nicht gesehen haben, aber es war eben schon ein wenig aufregend. Und jetzt geht es weiter mit aufregend. Denn Rika macht weiter im Lizenzcenter rum. Hier ist der Spaß. Ja, ich muss das Mikro weiter weghalten und alle Kopfhörer-User müssen das auch tun. Das weit weghalten. Auf jeden Fall. Genau. Ich muss erstmal mein Fußbrett hier setzen. Moment. Ja, setz dich mal. Willst du den Tisch wieder haben? Oder? Nee, erstmal noch nicht, wenn es nötig wird. Fehlen ja nur noch zwei Sachen: eine in Gold und eine neue. Dann hat Rika die Lizenz National B geschafft. Was, das Lenkrad? Oder das Pad? Nee, das Pad, aber es geht nicht weiter rechts. Naja, es muss dann so. Hat dir Lisa was geschrieben? Nö. So, ja, Rika, was machst du da jetzt noch? Ja. Es ist halt so diese tausend Sachen, die du da vorbereitest immer dann. Und so fährst du nicht mal Auto. Du schlüpfst teilweise mit, weiß ich nicht, Flipflops ins Auto und fährst schnell ich mal los. Ich kann auch barfuß Auto fahren. Genau. So, B9 müssen wir machen. Nein. Das war mein Problem. Vieles. Aber das darf ich hier nicht ansprechen. Nicht im Leben! Wie du übrigens siehst, ich habe ja das Spiel nebenbei ein bisschen weitergespielt oder beziehungsweise ein bisschen ein paar Rennen mal für mich gemacht, damit es nicht nur heißt, ja, nur die Giga muss mit Lenkrad fahren. Nein, Jens fährt, macht sogar ein bisschen Story. Genau, leichte Kurve, dann stark bremsen und dann rum und übers Ziel hinaus. Und diesen Honda Civic, den habe ich mir sogar in dem Spiel schon geleistet. Aber fahre gerade aktuell einen Citroën DS3 Sport. Genau, du musst 17,3 schaffen. Wolltest du so fahren? Mit Motorhaube? Oder ich wollte. Versehentlich? Nein, ich will einen anderen Blick. Warte. Ich muss dir nur noch. Nein, so wollte ich, danke. Aber so war es doch auch. Lustigerweise, Rika hilft jetzt gerade beim Storyspiel weiterzukommen, weil die Voraussetzung ist gerade, Lizenz für B zu haben. Ernsthaft? Ja. Also musst du quasi das die Lizenz jetzt machen. Ich muss jetzt zum Glück nicht mehr viel sagen. Kann man nichts mehr zu sagen. Nee. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich will gucken, ob es daran liegt.
ideal. Hast du denn, was ist denn dein Problem? Ich schaffe die 17 nicht. Ja, du hast sie vor allem schon geschafft. Ja, 17,6, aber ich war ja, das ist ja auch ganz weit weg von diesen 17,3. Weiß ich nicht. Ich komme mit. Der Wagen ist anscheinend nicht meiner. Aber die 17 wieder geschafft. Ja, wie gesagt. Ist alles schwierig. Nein, war es nicht. Doch. Genauso muss ich die nämlich nehmen. Sag dich doch. Ja, dass das jetzt nicht war, das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Wow. Was denn? Ja, ich mach das gleich weg, wenn ich mal rumspringe. Hm? Ne, ist egal. Schön ist ja wirklich, dass ich sehe, was du da tust. Naja, ficken. So streng war der beim letzten Mal nicht, ey. Aber das hätte mir ja sowieso nichts geworden. Doch, da hätte ich nämlich unter das Grün fahren können und gut. Dann würdest du halt so einen Lauf, der eh nicht funktioniert, zu Ende machen. Weißt du noch, wie ich Gold geholt habe bei der einen Kurve? Ja, Rika, das war so. Glück. Ja. So gewinnt man Gold. Guck mal. Ja, ist aber wenn du nicht noch so viel rumgeschlängert hättest, hättest du es hingekriegt. Nee. Die rote Fläche sagt dir wirklich, wie lange ungefähr dein Bremsbereich sein wird. Mhm. Welche rote Fläche? Am Boden. Diese Fläche. Du hast dich nicht getraut. Und du bleibst nicht auf der Linie. Du versuchst diese Kurve anders zu fahren. Ja, weil die Linie auch nicht. Ich habe die Linie auch schon genommen, tausende Male. Aber du hast es eben als Suche hin. Die Linie halbwegs gehalten hast, bist du nur hin und her geschlängert und hast es geschafft, die 17,6 zu schaffen. Sieht man ja. Hier hast du wie zu spät ich gebremst. Die Linie halte. Außerdem solltest du bremsen und dabei nicht lenken.
Wenn du in der richtigen Geschwindigkeit bist, verschwindet die rote Fläche. Echt? Ja. Okay. Wenn du lang genug runtergebremst hast, ist die weg. Okay. Die faded weg. Siehst du? Krass, okay. Dann trotzdem bin ich jetzt zu lang. Ja, natürlich. Aber nur für dich zur Info. Ja, das habe ich aber nie gesehen, tatsächlich. Das ist halt eine Fahrhilfe, die kann man auch schalten. Und du bist normale Autofahrerin, du traust dich nicht in der Kurve schon wieder Gas zu geben, hinter dem Scheitel. Ne? Doch, eigentlich nee, schon. Nee, du liegst da nur leicht auf dem Gas. Wenn ich das so fahre, wie das Spiel das will, bin ich zu langsam. Es funktioniert einfach nicht. Ah, ja. Das war gerade so gut und jetzt ja. Hast du es verkackt. Ja, weil es nicht geht, weil man so nicht um diese Kurve kommt. Doch, kommt man. Ich würde gerade sagen, dann mach es. Du hast es ja selber schon hingekriegt. Ja, aber nicht dann so, wie ich dann so runtergebremst habe. Das ist zum Kotzen. Nee, normalerweise wäre ich übers Grün gefahren, geradeaus weiter und gut im Ziel. Du sollst halt, du kannst ja auf dem Grün sein, aber nur nicht mit beiden Reifen. Ich bitte das andere Mann, das wird heute nichts. Nee, das wird nichts mehr. Wir hängen jetzt dann über eine Stunde hier mit dieser Kurve. Noch 5 Versuche. Jedes Mal, wenn ich dir sage... Ja, es reicht aber immer noch. Ja, nicht. Komm. Ich glaube, du denkst, der Wagen ist sehr schwammig, was er nicht ist. Du lenkst sehr stark wieder gegen. Ja, der fühlt sich aber kacke an. Ich bin ihn ja schon gefahren.
nicht, wie man das hier einfach so abbrechen, also vorher abbrechen kann. Ich muss immer diese Runde zu Ende. Nein, du müsstest Optionen drücken, das ist bei dem Lenkrad ein bisschen vom Weg her kompliziert. Ja. Muss schneller sein, als das da steht. Und jetzt hat er mich trotzdem am Ende überholt. Den einen noch. Lang habe es nicht. Ja, ja, ich guck gleich mal. Mach schon. Ja, ja. Gibt's nur kein goldenes Auto. Abschlussprüfung. Für diese Prüfung erhältst du die National-B-Lizenz. Eine Reihe von Kurven durchfahren. Das hast du jetzt aber. Ja, ja. Was der Quatsch halt. Fährst ein Renault Clio. Bin ich ja kein Fan. Okay, ja, sorry. Ich muss mich erst ans Auto und an die Strecke mal gewöhnen. Der fährt sich kacke. Ich wusste das vorher. Ein Clio ist ja auch kein Rennauto. Gibt es das auch als Rennauto? Ja, ich muss ja jetzt erstmal gucken. Also man hat gesehen, dass sie fahren können. Jetzt ist es Zeit auch für eine Trophäe. Zumindest schon mal Bronze. Ich glaube, das hier wird genauso eine Nemesis-Strecke wie die andere. Wie hieß das Wort? Nemesis. Danke. Schaffen. 24,6. Dass die Kurven nicht so ganz raus, ne? Nicht und schon gar nicht das Auto. Es liegt jetzt auch nicht so, dass es kein Auto, was perfekt in den Kurven liegt. Ja, entschuldige bitte, ein Renault Clio. Was war das denn jetzt? Ja, nur weil du das Auto nicht leiden kannst. Ja, es ist, wenn mir das Auto grundsätzlich schon unsympathisch. Ja, das ist also trotzdem damit nichts zu tun. Weil du runtergerutscht bist, Rika. Deine Reifen sollen die Straße nicht verlassen. Mindestens einer muss noch drauf sein. Das war aber beim letzten Mal nicht so. Ja, aber jetzt haben sie halt die Regeln angezogen. Ja, vergiss es.
holt sie ihre Tattoos raus. Ja. Jetzt kommt der Bad. Bad Rieger. Die bist du doch schon. Ich hab's gesehen. Warte mal. Was hast du denn jetzt gemacht? Also siehst du, wie du sie fahren sollst. Ach so. Ungefähr bei 60 fährst du die Kurve, also bei 55 maximal, dann gibst du wieder Gas. Ja, jetzt kannst du Gas geben. Gas gegeben. Die kannst du mit 100 nehmen. Was denn? 25, aber immer noch kein Silber. Naja, ich weiß, 25,2. Ja, wie gesagt, die letzte habe ich ja schon nicht gepackt. Und wir hatten das damals schon mal, dass ich glaube, das war auch damals dieser erste Rundkurs, den ich einfach. Der Abschlussrundkurs, den hast du nicht in Gold geschafft, aber erst gegen ganz zum Schluss. Aber da musstest du auch eine ganze Runde. Nee, ich glaube, das war der erste, den haben wir dann nämlich sein gelassen. Ich krieg ja gerade noch nicht mal mehr Silber hin. Bist du so durch? Nein, ich krieg diese Stufen nicht hin. Entweder nicht mit den Autos und nicht mit den. Nee, Rika, ganz einfach. Dasselbe Problem, was du jedes Mal hast. Du bist lernresistent. Das Spiel will dir ja sagen, was du tun sollst. Du schaffst es nur nicht, das umzusetzen und willst deinen eigenen Kopf umsetzen. Und das ist nicht das erste Mal. Und das sieht man an diesen, das hat man doch schon in der letzten Lizenz immer gesehen. Du wolltest erst deinen eigenen Weg probieren und das Problem ist, dass du manchmal Glück hattest. Und wir haben 5 Zuschauer. Die alle sehen mich ab, Kacke! Und ich bin keiner davon, weil sich das Finn gerade bei mir nicht angezeigt hat, dass wir streamen. Es kann doch nicht so schwer sein, diese Kackkurve jetzt zu nehmen. Guck, früher könnte man einfach übers Gras fahren. Und damit hättest du auch nichts gewonnen. Doch! Nein, Gras ist langsamer. Damit habe ich schon so oft gewonnen. Das meinte ich mit Glück. Kann doch nicht so schwer sein. Ich schwitze jetzt noch mehr als gerade bei Shane Together, ne? Fucking over! So komme ich jetzt schneller da raus. Ma! Der kleine Tipp: Wenden Sie alles an, was Sie bis jetzt gelernt haben. Alter!
das habe ich gelernt. Fahren Sie auf grün. Eigentlich hast du gelernt, grün, früh, früh. Fahren Sie über grün und gewinnen Sie die Runde. Siehst du, schlenkern, nimm ja, ihr... Ja. Ich habe gesehen, wie er mich überholt hat. Das brauchst du jetzt nicht kommentieren. Doch, muss ich, damit du es lernst. Nein, ich hab's doch gesehen. Hast du nicht. Ja, wisst ihr, ich hab doch gesehen, wie mein Auto mich überholt hat. So, die wäre sauber gefahren, trotzdem beschissen. Die war nicht sauber. Wie bitte? Die war nicht sauber. Wie bitte? Wo war die denn jetzt nicht sauber? Die Haarnadelkurve kannst du mit 60 fahren. Ja, was war ich denn? 50. Nee, der andere ist die auch mit 55 gefahren. Nein, nur ein Stück und dann ist er wieder auf 60. Das war besser als eben. Und die kannst du mit 100. 105. Ja, nein. Und jetzt werde ich wieder überholt, das war so klar. Ja, aber Gras ist so viel besser. Das habe ich doch, ich fahre doch nicht absichtlich da auf diesem Grasstück. Du warst bei 110, nicht bei 105. 110 und 105 hat auf der Straße selber nicht so die große Auswirkung. Im Rennen schon. War eh verloren. Siehst du, du warst jetzt sogar bei unter 50. Echt? Ja. Mittlerweile müsstest du auch die Kurve kennen, also müsstest du auch wissen, wo der Scheitelpunkt ist, ob man nur wieder Gas gibt, ja, damit sie dich rausträgt. Weiß ich auch, aber ich komme nicht um diese Kurve, wie ich das will. Ach, ficken. Ja, genau, das ist die richtige Aussage, wie ich das will. Das trifft es. Ich komme nicht um die Kurve, wie ich das will. Ja. Früher konnte man so schön. Das andere hat mir besser gefallen. Was willst du denn jetzt machen? So wie ich das will, oder was? Ja. Ernsthaft? Ach so. Ja. Soll alles Nein. so passieren, wie ich das will. Nee, da gibt es mehrere Leute, die dir da widersprechen würden, aber ist okay. Wenigstens hilft der Schweißausbruch gerade dazu, dass mein Knie nicht kalt wird. Wenn ich anfange zu stinken, muss es sein. Die anderen haben ja kein Geruchsfernsehen. Jetzt Autos hinter mir. Dein Auto ist hinter mir, habe ich gerade gesagt! Wisst ihr, was das Gute ist? Rika hat keinen Controller in der Hand, den sie werfen kann. Meine Hand tut weh. Ja, ich weiß gar nicht warum. Ich wusste es selber raus, weil er nicht den machen soll! Wenn ich es denn hin tun soll! Was guckt er sich da jetzt einfach sehen wie hier? Ist nur eine Wiederholung. Du hast nichts gedrückt.
kann ich vergessen. Ja, komm, fahr zu grün. Du bist auf jeden Fall schneller. Aber ja, immer noch Bronze. Ey, ficken, ey. Die Lizenz hättest du für dein Spiel schon, weil ich ja Bronze hab, ne? Genau. Ich glaube, es ist heute schon eine Leistung, wenn ich Silber kriege, sag ich dir so, wie es ist. Ich weiß, dass du es schon wieder reduzierst. Nee. Ich lass das einmal mit Silber durchgehen. Ich weiß, dass das... Und du fängst halt an. Nein, ich weiß, dass Japan-Mama da Gold verlangt. Aber ich glaube, heute ist das nicht drin. Mit 70. Ja. Der Gedanke mit, wie du die Kurve anfährst, ist ja okay, aber du musst stärker runterbremsen. Musst weiter in Geschwindigkeit runterkommen, darfst aber nicht vor der Kurve die Geschwindigkeit schon reduzieren. Ja, ich weiß. Und im besten Fall nicht dabei lenken. Ja, es funktioniert aber nicht auf dem Stück. Und du kannst beim Gas geben auch nur ein bisschen Gas geben, bevor du wieder richtig durchdrückst. Das war nicht gut. Mauer. Brauche ich jetzt gar nicht zu Ende fahren. Brauche ich euch gar nicht antun. Das sparen uns auch Sekunden. Das sieht gut aus. Der erste Teil war halbwegs okay, aber du hast danach die Kurve oder die Linie verlassen und hast dann wieder probiert, deine eigene Kurve zu machen. Ich glaube, du hast noch kein Gefühl fürs Gegenlenken. Du hast sehr schön Gas geben. Nee, ich komme nicht mit 100 um diese Scheißkurve. Du lenkst zu stark gegen. Du musst dem Wagen vertrauen, dass er nicht ganz so ausschert, wie du dir das einredest. Aber nicht schlecht. Bist du zu früh Gas gegeben? Naja, ich muss jetzt ja auch schon loben, dass du gut in eine Kurve mal reinfährst oder die Geschwindigkeit reduzierst. Nein, verdammte Scheiße! Ich weiß.
weiß nicht, wie ich die Kurve da hinten mit 105 kriege. Wenn ich ja auch nur einen Millimeter abbremse oder nur vom Gas gehe, überholt mich mein eigener Schatten. Wirklich, ich bin sonst, in dem anderen Spiel war ich nicht so schlecht. Ja. Zumal die ersten, die ersten habe ich sehr, sehr gut. Ja, bis auf den Abschluss der ersten. Ja, eben, genau. Und das, jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, das Abschluss der ersten. Deswegen meine ich ja, es wird genauso mein Nemesis. Das bezweifle ich. Ich schaffe doch noch nicht mal mehr Silber. Wie soll ich denn da Gold kriegen? Jetzt schaffst du Silber. Eine Sekunde, wow. Weißt du, eine Sekunde Silber sagt er direkt, ja, lass es Gold machen. Trigger, das ist eine Tausendstel. Ja, eben. Keine Sekunde. Also auf gut Deutsch, nichts. Ja, du hättest auch bei 25,2 hättest du auch die Bestätigung bekommen. Ja, eben, aber das wäre ja näher dran an Gold. Nein, wäre es nicht. 25,2 ist ja die Grenze. Achso, guck mal. Schon verbessert. Ja, aber guck mal, wie viele Hundertstel da noch fehlen. Danke. Ich habe gar nichts gemacht. So. Und ob Rika diese... Ich fahre die jetzt, ne? Ja, mach das. Element. Jemals auf Gold hinkriegt. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann, auf Wiedersehen und ciao.